Willkommen zu einem neuen Technikvideo der Carlyle. Heute geht es um den Primera LX3000E, den wir ja schon eine gewisse Zeit im Markt haben und auch zahlreich verkauft. Bei uns haben sich so ein paar Fragen von euch aufgetan, die wir heute gerne einmal beantworten möchten und vielleicht auch nochmal das Wissen auffrischen. Auf der einen Seite haben wir gelegentlich die Meldung, dass in den Tintenpatronen noch etwas drin ist, obwohl euch der Druckertreiber anzeigt, dass diese leer sein sollte. Wenn ihr das seht, dann ist das nicht schlimm. Das hängt damit zusammen, dass die Tinten berechnet werden und nicht gemessen werden. In der Folge kann hier natürlich noch etwas drin sein, weil der Hersteller auf Sicherheit geht. Er möchte ja nicht, dass er anzeigt, dass die Tintenpatrone leer ist, aber euch noch anzeigt, dass sie voll wäre. Dann würden euch im Druck ja Farben fehlen. Also geht man die andere Richtung und sagt, nee, wir gehen auf die Nummer sicher und wir zeigen tatsächlich vorzeitig an, dass die Tintenpatrone leer ist, um dann weiter zu drucken. Wenn ihr das also feststellt, dann müsst ihr nicht die Tintenpatrone wechseln, sondern könnt einfach nochmal auf die Feed-Taste drücken, solange wie ihr seht, dass da auch wirklich noch Tinte drin ist. Das nächste Thema ist der Druckkopfwechsel. Hier sehen wir den Druckkopf in der Tintengarage. Und ich nehme den jetzt mal heraus. Wenn ihr einen neuen Druckkopf geliefert bekommt, dann ist immer diese rote Kappe hier oben drauf. Wenn wir die abziehen, bleibt gelegentlich eine dieser Dichtungen an den Nöppeln in der Tintenpatrone hängen. Wenn das der Fall ist, einfach abnehmen und wieder reinstecken. Das ist ganz wichtig, damit der Unterdruck im Druckkopf und in dem ganzen CIS-System verbleiben kann. Ansonsten würde der Unterdruck abnehmen und es würde keine Tinte zum Druckkopf gelangen. Jetzt nochmal etwas Grundlegendes zum Tintenpatronenwechsel. Wenn ihr die Tintenpatronen wechselt, achtet darauf, dass euer Drucker angeschaltet ist. Schaltet ihn nicht aus. Ansonsten habt ihr ein Riesenprozedere nachher und müsst verschiedene Anleitungen im Primera Print Hub durchgehen. Also beim Tintenwechsel unbedingt den Drucker angeschaltet lassen. Ein weiterer wichtiger Hinweis ist der, wenn das Druckbild vielleicht einmal etwas unscharf wird oder aber auch ein Etikett versetzt zum nächsten gedruckt wird, dann solltet ihr den Positionierungsstreifen einmal überprüfen auf Tintenreste. Wir schauen uns das einmal genauer an. Hier sehen wir den Positionierungsstreifen. Dieser ist wichtig, damit der Druckkopf an der richtigen Stelle ansetzt und auch richtig druckt. Gelegentlich finden sich dort einige Tintenspritzer. Mit einem fusselfreien, weichen Tuch und etwas warmem Wasser könnt ihr diese sanft abstreifen. Danach sollte der Druck wieder sauber und gut positioniert sein. Das war es auch schon mit dem kurzen Update zum Primera LX3000E. Wie gesagt, ein zuverlässiger Drucker und ich hoffe, ihr habt weiterhin Spaß damit.